Bin ich gerade durch die Lava durchgefallen? WTF, Alter. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Spielestudio auf der Nintendo Switch mit einem heute sehr abstrusen Spiel, würde ich sagen. Das merkt man schon beim Namen. Das Spiel, was ich mit euch heute zocken möchte, heißt Supra Luigi Long Legs The Final Showdown. Sollte da eigentlich noch stehen. Also so hieß das zumindest auf mygarage.games. Ja. Ich habe keine Ahnung, was hier auf mich zukommt, aber ich fand einfach den Namen lustig. Deshalb spielen wir das. Und... Blätter, we need to save Princess Peach. Das ist Supra Mairo anscheinend und wir sind und wir sind Supra Luigi. Gut, Luke. Dankeschön, werter Toad-Verschnitt. WTF, was ist das für ein Spiel? Wie sieht denn das aus? Und was ist das für ein Regen im Hintergrund? Das sind Regenblöcke. Und, okay, sobald ich durch diese Tür, ohne Tür gehe, durch diesen Türrahmen, startet eine komische Musik und hier ist eine Kartoffel, die uns tötet. Sollte das ein Goomba darstellen? Also, falls das ein Goomba darstellen soll... Das sieht mir eher aus wie ein Nicht-Goomba. Oh, hier ist noch ein Nicht-Goomba. Und deshalb haben wir hier Nicht-Goombas. Und Lava haben wir hier. Okay, die Lava, die sieht tatsächlich einigermaßen okay aus. Sagen wir okay. Wow, wenn man springt, sind Luigis Beine mega komisch. Also optisch. Oh, da drüben ist, wie hieß die? Prinzess Peche. Oder so. Prinzess Peach, ich werde dich retten. Mir ist zwar Princess Peach lieber, aber ja gut. Was will man erwarten, ne? Luigi kriegt ja immer die... Bin ich gerade durch die Lava durchgefallen? WTF, Alter. Ich wollte sagen... Also Luigi... Ist ja klar, dass Luigi nicht Princess Peach abbekommt. So, Luigi ist eh der Loser. Deshalb, der muss sich mit Prinzess Peche abfinden. Und es ist ja eh nicht nur Luigi, sondern Supra Luigi. Okay, die Plattform ist da irgendwie komisch. Ihr habt's gesehen, ne? Die war irgendwie... Ja, es war nicht ganz richtig. Ich bin unter der Plattform gelaufen. Wow, und hier falle ich runter. Ja, moin. Und da war aber auch schon wieder eine Plattform. Alles klar. So, und hier müssen wir dann, glaube ich, ein paar Walljumps machen. Müssen wir nur gucken, dass wir überhaupt nicht in irgendeine Richtung lenken. Kann ich auch, okay, mit Steuerkreuz kann ich leider nicht lenken, weil ich glaube, Steuerkreuz würde sich in dem Fall sogar besser anbieten. Wow, hier sind ziemlich viele Balls. Könnt ihr bitte weggehen? U can do it. Yeah. Ich weiß, dass ich es doen kann. Ne, du ist ja sogar richtig geschrieben und it auch. Okay. Und links geht's nicht weiter. Das heißt, ich muss hier runter, ne? Hui. Und dann ist da... Heißt der überhaupt Bowser? Wahrscheinlich heißt der nicht Bowser, ne? Wie können wir Bowser nennen? Bowser nenne ich den jetzt. Bowser, geh da weg! Lass mich in Ruhe mit deinen Balls! Oha, ich habe den einfach direkt getötet. Ich musste gar nichts machen. Thanks you for playing! Ah, die Rechtschreibung ist echt on point. Und Prinzess Peach, du bist echt hässlich. Das hat sich absolut nicht gelohnt. Dieses Abenteuer für dich aufzunehmen.
für dich auf mich zu nehmen. Und Supra Luigi ist unsichtbar, wenn ich mich zur Seite drehe. Das ist unglaublich. Nee, also das war wirklich ein qualitativ sehr hochwertiges Spiel. Da kann man überhaupt nichts sagen. Und ja, schauen wir uns aber heute noch ein anderes Spiel an. Also auf jeden Fall noch eins, ne? Und zwar Runner. Ich glaube, das könnte auch ganz cool sein. Denn das hier ist, wie man das beim Namen wahrscheinlich auch erwarten kann, ein Auto-Runner à la Super Mario Run, was es ja auf sämtlichen Mobilgeräten gab. Und ja, keine Ahnung, also das war wahrscheinlich auch die Inspiration von dem Spielersteller, da glaube ich schon. Und ich habe auch gelesen, das finde ich auch sehr cool, dass wenn man das Ganze im Handheld-Modus zockt, dass man dann auch wirklich wie beim Handy, dass man einfach nur auf den Bildschirm tippen muss. Und dann springt der Spielecharakter. Ich spiele es jetzt hier natürlich mit Controller, sonst könnte ich es nicht für euch aufnehmen. Sonst könnte ich es nicht für euch capturen. Aber gucken wir mal. Also ich muss hier... okay. Ich muss hier R drücken, um zu springen. Und ich darf die Boxen anscheinend nicht berühren. Das ist ja interessant. Warum darf ich denn die Boxen nicht berühren? Was haben denn die Boxen jetzt Böses getan? Oha! Das ist... Oha, man muss hier schon schnell reagieren. Wow! Wow! Hier über die Box drüber. Hier Wandsprünge machen. Okay, sehr komische Wandsprünge. Wenn ihr mich fragt. Wow! 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 Hilfe! Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ja... Also, das ist tatsächlich nicht ganz ohne. Ich möchte es ja gar nicht aussprechen, aber das ist tatsächlich nicht ganz ohne. Weil man hier auch gar keine Zeit hat zum Überlegen, ne? Man hat hier überhaupt keine Zeit. Hui. Okay, hier ja kein Blind Jump wenigstens, weil man markiert bekommt, wie man springen muss. Aber diese Boxen, die sind echt böse platziert. So, und jetzt hier direkt wieder springen. Shit. Und hier wieder runter. So, und dann direkt springen. Hä? Aber das ist doch viel zu knapp vom Timing. Also, wie soll man denn das machen? Ihr seht's ja, also das ist vom Timing viel zu eng. So schnell, also so schnell kann ich natürlich schon drücken. Aber so reagiert der halt nicht, ne? So schnell. So schnell reagiert der Charakter nicht. Okay, am besten hier direkt so springen und so springen. Und so springen. Hä? Das geht nicht. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Hier direkt springen, direkt springen. Nein. Och, lande doch nicht auf dem Block, Alter. Eins, zwei, drei. Und dann hier Walljumps machen. Aber sehr komische Walljumps. Woran bin ich denn jetzt gerade eigentlich gestorben? Also das verstehe ich auch nicht. Eins, zwei, drei. Und dann hier Walljumps machen. Die müssen halt wirklich im perfektem Timing sein. Gut, dann wieder hier runter. Hier ein paar kleine Sprünge machen. Und dann hier. Hier irgendwie. Nee. Nee, Leute. Nee, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie da das Timing sein soll. Das ist irgendwie mega scheiße. Ich habe direkt wieder gedrückt, als ich an der Wand war. Und er akzeptiert es einfach nicht. Also sorry, auch das Spiel werde ich mal wieder abbrechen. Ich habe mich in den ersten Parts, habe ich mich immer auch dazu gezwungen, muss ich ehrlicherweise sagen, teilweise. Auch wenn ein Spiel äußerst schlecht war oder keinen Spaß gemacht hat, dass ich es trotzdem durchspiele. Aber tut mir leid, das werde ich nicht mehr machen. Also ihr könnt mich da auch in den Kommentaren, könnt ihr mir auch Vorwürfe machen, mich beleidigen, mir scheißegal. Macht, was ihr wollt. Aber ich persönlich denke mir jetzt einfach, wenn ich persönlich nicht Spaß habe mit einem Spiel, was hier gebaut wird, was natürlich auch vorkommen kann, ist natürlich auch nicht schlimm, ne? Vielleicht haben andere Leute damit Spaß. Aber wenn ich keinen Spaß damit habe oder ich der Meinung bin, der
der Charakter reagiert nicht richtig oder man kann es nicht richtig steuern oder die Welt ist schlecht gemacht. Egal, hat kann ja verschiedene Gründe haben. Aber nee, dann werde ich mich nicht mehr zwingen. Hier wirklich, ich habe es jetzt mehrmals probiert mit diesen Walljumps, aber die waren einfach nicht machbar. Die waren einfach nicht machbar. Ich habe direkt wieder gedrückt, wenn ich an der Wand war. Also vielleicht wäre das Spiel besser gewesen, hätten wir es nicht als Autorunner gemacht. Aber klar, dann würde der Punkt natürlich wegfallen, dass man schnell reagieren muss. Das ist klar, dann würde das wegfallen. Deshalb hat das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ja, hätte dann trotzdem mehr Spaß gemacht, glaube ich. Ne? Naja, gut, Leute. Aber das soll es dann auch vom heutigen Part gewesen sein. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.